Moin zusammen, zu einem neuen Video der G1000 und hoffentlich dem letzten. Denn wir müssen uns heute nur noch um die Scheinwerfereinsätze kümmern und danach ja, die Lok noch ein bisschen programmieren. Zumindest erstmal was das Licht angeht. Die Soundverschiebung ist dann nicht so spannend. Da, ja, das werde ich dann einfach mal extern machen. Wenn auch Sounds irgendwie auf Funktionslasten drauf liegen. Genau, für die Scheinwerfer nehmen wir erstmal ein bisschen Crystal Clear, einen ordentlichen Tropfen hier. Natürlich viel zu viel, wie das immer so ist. Und ups, das war eine Kiste. Machen da ein bisschen Gelb rein, ein dunkleres Gelb, damit ja die Scheiben ein bisschen gelblich sind und das Licht vielleicht auch noch ein bisschen wärmer wird. Auch wenn die Lok in echt auch schon Halogenlampen hat, so ganz so weiß sind sie dann doch nicht. Zumindest auch, wenn man ein bisschen von der Seite guckt. So, den ganzen Spaß verrühren wir ein bisschen, klassisch mit einem Stück Lötzinn. Das nehme ich mir gleich einmal, dass das schön eine Einheit wird. Und ja, dann wird das Crystal Clear halt nicht clear austrocknen, sondern ein bisschen gelb. Und das ist eigentlich mal ganz gut fürs Licht. So, das Ganze tragen wir eh nur ganz dünn auf, also wird es auch nicht irgendwie deckend oder übertüncht die LEDs, sondern wird dann nur ein bisschen reingehen. So, ich packe das hier mal ein bisschen nach oben und dann nehmen wir uns hier einfach ein bisschen was aufs Lötzinn. Ah, das ist vielleicht sogar ein bisschen viel schon. Und versuchen einfach einmal in den Scheinwerfer reinzutreffen und eine kleine Haut zu bilden, sodass eine Scheibe entsteht. Hier sieht man es vielleicht ganz leicht. Das heißt, das Loch ist nicht ausgefüllt, sondern einfach nur vorne mit einem kleinen, ja, einem kleinen Schirm versehen. So, die hinteren hier, das wird natürlich jetzt schon ein bisschen tricky. Da hat ja irgendjemand mal ein Geländer vorgebaut. Da kommt man gar nicht mal so gut ran. Schwupps. Ja, da wäre es eigentlich gut gewesen, das Geländer abnehmen zu können. Tatsächlich werde ich jetzt dann nochmal versuchen, auch wenn wir jetzt eigentlich quasi durch sind mit dem Umbau, dass wir vielleicht doch rausbekommen. Naja, das ist komplett fest. Ja, weil das ist nicht so geil, da hoch ranzukommen und das vernünftig zu machen. Gerade schon ein bisschen vorbeigemalert. Bisschen abstreifen. Das ist ja blöd. Gut, egal, machen wir erstmal weiter und beseitigen hinterher die Schäden. Das passt. Und dann auf der Rückseite ebenso. Ich gehe jetzt hier mal durch den kleinen Geländerteil, dass ich da gerade drauf zukomme. Ein bisschen wenig dran. Das ist natürlich jetzt so richtig müßig. Ich stoße hier leider gerade immer vorne gegen das Geländer, wo ich dann sofort. Ach, jetzt hat es geklappt. Wunderbar. Genau, wo ich eben immer direkt den Crystal Clear dann dran verloren habe. Das werden wir dann gleich einfach einmal abwischen. Das sollte nicht das Problem sein. Möchte natürlich auch nicht zu viel in die Augen auftragen. Denn wir wollen sie extra nicht ausfüllen, sondern nur ein bisschen. Ja, so einen Schirm vorne drauf ziehen. So, auch das passt. Und dann noch den oberen. Da kommen wir auch wieder gut ran. So, dann wischen wir hier überall ein bisschen rum. Geht's hier einfach einmal mit der Pinzette lang und versucht das so ein bisschen aufzunehmen.
weil sich das auch am Ende sonst noch abkratzen lässt. Genau, und auf der anderen Seite habe ich hier an der einen Lampe ein bisschen vorbeigemalert. Versuchen wir das mal ein bisschen wegzubekommen, ja. Das passt. Gut, hier oben sehe ich gerade der oberste, da ist schon ein Loch drin. Den werden wir nochmal ein bisschen nachlegen. Jo. So, das war Part 1 von den äußerlichen Verbesserungen, die wir noch machen müssen. Und jetzt wollte ich ja noch die Kupplung eigentlich ein bisschen altern. Ich hoffe mal, die kriegen wir raus, hier die Rangierkupplung. Jupp, das geht ganz gut. Das war die erste. Und die zweite folgt hoffentlich ähnlich leicht. Ja, auch das ist der Fall. Genau, denn die sind ja sehr, sehr gelb. Und ja, keine Kupplung der Welt sieht so gelb aus. Wir könnten die jetzt auch anfangen, die Schrauben und sonstiges anzumalen. Das wollte ich jetzt erstmal nicht tun, sondern eigentlich nur einmal ein bisschen ja, Schmuddelwasser drauf machen, dass die ein bisschen ja, geschwärzt sind und dann oben nochmal die Kupplung auch schwarz anmalen. Dazu nehmen wir einfach ein bisschen schwarze Farbe auf den Pinsel, waschen den sofort aus. Aber nicht, natürlich nicht richtig auswaschen, sondern so, dass das noch schön dünn und dreckig im Pinsel ist. Und gucken einfach mal, wie das so wirkt. Genau, dann gehen wir einfach mal ein bisschen lang. So, dass das Gelb dann ein bisschen ausstümpft. Und nicht mehr ganz so strahlt. Das ist ja das Ziel letztendlich, dass es nicht mehr so quietschlebendig strahlt. Und die andere Seite natürlich auch. Genau, ich wiederhole im Hintergrund immer mehrmals einmal den Vorgang mit dem Wasser und das mal kurz ein bisschen abstreichen, noch die restliche Farbe. So. So, dass es auch nicht zu viel wird, aber der Dreck schön so ein bisschen in die Kupplung hier reinläuft. Genau, und oben. Dort, wo also normalerweise wirklich die Kupplung dann ja auch sitzt, da machen wir mal einen richtig schwarzen Klecks drauf. So, und ja, Details, das ist natürlich ein bisschen schwer zu sehen. Gefällt mir das schon ganz gut. Zum Trocknen mache ich mal was ganz Verrücktes. Ich baue die einfach wieder an die Lok an. Ich hatte sie nur abgebaut letztendlich, damit nicht die Lok aus Versehen mit. Alter, da stehe ich nicht so drauf, aber so eine Rangierkupplung kann meines Erachtens nach gerne ein bisschen ja, realistischer ausschauen. So. Ich versuche gerade noch ein bisschen den oberen Fleck, dass der fester ist, weil gerade ist er noch sehr wasserförmig, genau. Sondern das darf ruhig farbig sein. Das male ich doch an der Lok rum, aber das ist okay. Genau, und wenn man jetzt hier irgendwie mal guckt, dann strahlt die eigentlich nicht mehr so super doll an, sondern ist halt ein bisschen dreckiger und nicht mehr so, ja, man erkennt die Struktur noch ein bisschen besser von der Kupplung, weil die ist eigentlich echt ganz schön nachgebildet und das wäre viel zu schade um die Kupplung. So, den gleichen Spaß natürlich mit dem zweiten Teil auch nochmal. Pinsel wieder schön nass machen, bisschen Farbe drauf und dann einfach so ein bisschen erstmal lasieren, wird man das bei Farben, also ja, ist es hier vielleicht auch, aber natürlich saugt hier gar kein Papier das irgendwie auf, sondern letztendlich kann die Farbe nur auf dem Werkstück selbst drauf bleiben. So. Jetzt habe ich gerade ein bisschen viel Farbe. Sollen wir schnell wieder abnehmen, indem wir den Pinsel mehrmals sauber machen und einfach die Farbe da wieder runterholen von der Kupplung. So. Wunderbar. Die Fingernägel sehen dementsprechend jetzt auch schön aus. Und dann packen wir die Kupplung auch in die Lok hinein, vielleicht auf die andere Seite. Jupp. Und werden dort auch noch einmal einen kleinen schwarzen Punkt. Hier ist gerade alles ein bisschen Farbe auf der Matte, nicht, dass wir die anmalen. Einfach hier einmal ein bisschen die Farbe runter und dann mit
Vollfarbe drauf. Jo, wunderbar. Gut, das soll es schon gewesen sein bezüglich der Kupplung. Mehr wollte ich dort gar nicht erreichen. Außer einfach mal ein bisschen diesen Plastikglanz nehmen. Und ja, die sehen jetzt schon mal ein bisschen gebrauchter aus. Und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Genau, das darf jetzt nochmal trocknen. Das kann es aber ruhig tun, während wir die Lok mal ein bisschen programmieren. Und was wir jetzt noch zusammen machen werden, ist einmal das Licht zu programmieren. Das bedeutet, ja, einfach mal die ganzen Lichtfunktionen, die wir uns ausgedacht haben. Und die Soundfunktion werde ich dann im Nachgang sozusagen ja, wegändern. So, ja, das Lichtprogrammieren, das hat etwas länger gedauert. Und da es etwas langweilig war und nicht so gut anschaulich, habe ich das mal weggelassen. Genau, ich hatte mir auch noch eine kurze Abschlussfahrt, bevor die Lok dann wieder in ihrer Verpackung verschwindet. Und dazu schalten wir erstmal die Führerstandsbeleuchtung an. Genau, das Horn ist da gerade noch drauf, das schiebe ich nachher weg, wenn ich die Lok im Train Controller einmesse. Und dann mache ich das gleich alles gleichzeitig. Dann schalten wir mal die Frontbeleuchtung an und natürlich den Sound. Dann haben die Führerstandsbeleuchtung wieder aus. Und wir fahren einfach mal los. Genau, im Hintergrund sehen wir noch die Schwesterlok, die ja bereits digitalisiert ist. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Denn, genau, ein nächstes Video gibt es vielleicht nochmal von der Anlage in Schwarzenberg mit der Lok. Aber, ja, hier im Wasserraum ist sie erstmal fertig und dann fällt sie wieder hin und bleibt gegen die Wand. Deswegen tschüss und bis zum nächsten Projekt.